Hallo liebe Leute, vorhin geht es darum, warum der Sieg von Compact über Nancy Faeser, warum er tatsächlich viel kleiner ist als die meisten oder als viele glauben. Viele denken, Nancy Faeser ist jetzt angeschlagen und sie müsste zurücktreten oder das wäre naheliegend. Ihre Popularität würde bei der Bevölkerung, sie würde runtergehen. Und tatsächlich, wenn wir uns die Fakten anschauen, Compact ist ein aus meiner Sicht journalistisch hervorragendes Magazin, vor allen Dingen auch kompakt, viele Informationen, viele wichtige Informationen, eng gedruckt. Ich halte das für ein sehr gutes Magazin, wobei der einzige Schwachpunkt aus meiner Sicht, die Aufmachung an sich ist schön, aber die Cover, sie sind zu reißerisch und das ist auch der Kern des ganzen Problems. Weil, warum? Wir sehen ja, wie die Medien es machen. Es gibt keine Empörungswelle. Und trotzdem, es wird zwar berichtet, und jetzt stellt sich die Frage, die Bevölkerung, sie müsste doch das erkennen und aufbegehren. Aber wenn wir uns jetzt mal die Lage angucken, wie sieht es aus? Tatsächlich wird Compact auch von Wagenknecht als unmöglich geframed. Und dann ist die Lage jetzt so. Das heißt, alle schreiben, Compact ist ein rechtsextremes Magazin. Dann zeigen sie hier dieses Cover, Deutschland den Deutschen. Und dann sieht die Bevölkerung es so, ja gut, das ist vielleicht jetzt nicht so toll, aber es ist eigentlich ein blödes Magazin. Aber gut, das ist halt die Demokratie, die Pressefreiheit. Ja, das ist halt auf dem Papier irgendwie wichtig. Aber eigentlich wäre es auch okay, wenn man es verbieten würde. Weil es ist ja ein unmögliches, es ist ein rechtsextremes Magazin. Der ist ausländerfeindlich, der spinnt, der Elsässer sozusagen. Also im Grunde ist ja bei Trump, bei Putin, alle werden ja so irgendwie so als verrückt, komisch, merkwürdig, spinnerhaft dargestellt. Und genau das ist jetzt bei Elsässer wird es genauso gemacht. Hier also, der redet von Volk und hier komische Cover mit diesem Lied, Deutschland den Deutschen. Das heißt, er verharmlost das, er findet das Sylt ist eigentlich gut, dass man hier die Ausländer rausschmeißen will. Und die Bevölkerung, so wird es der Bevölkerung vermittelt. Und jetzt kann man sagen, ja, aber gut, aber ich habe es ja auch verstanden und die anderen haben es auch verstanden. Hier viele, wir sehen es doch, wir können doch eins und eins zusammenzählen. Und das Entscheidende ist, wir können uns die Bevölkerung nicht aussuchen, sondern man kann jetzt anhand von langer Zeit sehen, die Bevölkerung funktioniert auf eine gewisse Weise. Und sie versuchen zwischen den Zeilen zu lesen, es sind Mitläufer und sie sehen, okay, alle sind rechtsextrem, damit muss ich mich nicht beschäftigen. Ich habe es jetzt ja gesehen, alle glauben es, darum muss ich mich jetzt mit Compact noch beschäftigen, es ist so. Und tatsächlich, man sieht jetzt auch, es wird bagatellisiert. Natürlich sagt man ja, Pressefreiheit, aber wenn wir uns jetzt mal hier einen Beitrag von Welt angucken, dann sehen wir, wie die großen Medien damit umgehen. Und jetzt hier bei dem folgenden Beitrag sieht man, es wird gar nicht als wichtig transportiert. Und das ist ja eigentlich unfassbar, was hier passiert ist, aber die Medien sagen einfach, es ist jetzt andere Dinge sind viel wichtiger. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Meine Welt, meine Meinung. Herzlich willkommen, Lena Brockhaus. Danke, hallo, guten Abend. Lena, und deine Verliererin des Tages ist die deutsche Innenministerin. Ja, nicht zum ersten Mal, aber heute ist es wirklich relativ krass. Und zwar hat RTL aufgedeckt in einer Doku, dass aus Afghanistan Geflüchtete, die auch bei uns Schutz bekommen haben, was ja auch richtig ist, weil man denkt ja auch, wenn man an Afghanistan denkt, an die Taliban und die haben Angst um ihr Leben. Die machen Heimaturlaub, jetzt natürlich nicht alle, aber schon eine Vielzahl in Afghanistan. Und da muss man sich dann ja schon fragen, wie kann es denn sein, dass anscheinend ein Herkunftsland, was als nicht sicher gilt, aber Urlaubsort ist. Also die fahren in ihre Heimat, machen dort Urlaub, kommen dann wieder zurück. Die machen Tricks mit den Pässen. Die legen beispielsweise ihr Visum einfach nur rein, kleben es nicht ein. Die nutzen das und die buchen es dann auch über deutsche Reisebüros. Und dann ist natürlich der erste Gedanke, okay, aber was sagt denn unsere Innenministerin dazu? Weil die muss ja schon erschüttert sein und denken, das kann ja so nicht weitergehen. Sie wirkt aber desinteressiert und sieht das nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich. Und man fragt sich mittlerweile langsam, also ich frage mich das mittlerweile langsam, was für Zuständigkeitsbereiche hat Frau Faeser denn überhaupt? Also was liegt denn in ihrer Zuständigkeit und worum kümmert sie sich? Und ich finde auch, und das darf man auch ansprechen, das kann man auch sagen, es ist auch langsam schwer, dem deutschen Steuerzahler zu erklären, warum Geflüchtete, die in unserem Land Schutz suchen und damit natürlich auch Unterstützung bekommen, dann aber in Afghanistan Heimaturlaub machen. Kann man nur noch den Kopf schütteln. Wir haben ja natürlich auch eine Gewinnerin, die ist auch aus der Politikszene zu suchen, aber nicht in Deutschland.
Nein, heute Abend ist es sehr weiblich. Wir haben auch eine Gewinnerin, aber nicht mit Sternchen gegendert, sondern normal als Wort, und zwar Kamala Harris. Und das ist wirklich äußerst bemerkenswert, weil als das Attentat auf Donald Trump war, wir erinnern uns an diese Bilder, da haben ja alle Korrespondenten eigentlich geschrieben, ja, da muss man sagen, jetzt hat er die Wahl gewonnen, diese Bilder werden nicht vergessen werden. Kamala Harris ist jetzt aber in Umfragen deutlich voraus und das ist schon sehr bemerkenswert und ich glaube, ich weiß auch warum. Es ist natürlich vermessen, das zu sagen, aber ich denke, Kamala Harris und ihr Team haben einen Weg gefunden, Donald Trump zu schlagen, und zwar nutzen sie seine eigenen Waffen. Sie bezeichnen ihn jetzt immer als weird. Das ist weird. Yes, he's weird. Und sie machen also jetzt genau dasselbe, macht Kamala Harris, was ja Donald Trump immer gemacht hat mit Sleepy Biden, Sleepy Joe. Und vorher war es ja immer so, dass sowohl Biden als auch die Obamas haben ja immer gesagt, when they go low, we go high. Mhm. Und dass Kamala Harris das jetzt aber benutzt, finde ich sehr, sehr klug von ihr. Weil Donald Trump ist weird. Und wenn man das immer öfter sagt, finden das auch immer mehr Wähler. Und es ist bemerkenswert, diesen Umschwung derart geschafft zu haben in der Zeit jetzt. Das heißt ja noch nicht, wer gewinnt, aber die Umfragewerte sind gerade da. Wir kommen zur Nachricht des Tages. Wir kommen nochmal zu Nancy Faeser. Herbe Klatsche für Sie heute. Ja, ihr hattet es gerade ja auch gezeigt. Und zwar hat sie ja das Magazin Kompakt, was als rechtsextrem gilt, verbieten lassen. Ja, jetzt aber hat es das Bundesverwaltungsgericht aufgehoben. Und da muss man ganz klar sagen, also Nancy Faeser verbietet etwas. Das sollte man ja nur machen, wenn es hundertprozentig klappt. Das ist ja auch immer die Debatte um rechtsextreme Parteien. Nichts hilft denen mehr, als wenn ein Verbot wieder aufgehoben wird. Weil jetzt können ja Kompakt und auch alle Leser sich als die großen Sieger feiern. Weil, und das muss man leider sagen, das Gericht hat auch auf die Pressefreiheit hingewiesen. Nancy Faeser steht also jetzt da, als würde sie die Pressefreiheit nicht achten. Und es haben viele Kritiker von Anfang an gesagt, dass das Verbot eh nicht durchgeht. Also heute die doppelte Klatsche für Nancy Faeser. Deine Aufreger des Tages, die hängen indirekt mit der Wahl in Ostdeutschland zusammen? Ja, und zwar hat der Generalsekretär Mario Chaya jetzt ein Buch geschrieben. Er hatte ja Zeit. Wir erinnern uns, er war der Generalsekretär von Friedrich Merz. Dann wurde er verabschiedet. Carsten Linnemann wurde es. Das Amüsante ist, die meisten Zuschauer werden vermutlich gar nicht wissen, wer Mario Chaya ist. Und daran merkt man halt, dass er in den anderthalb Jahren als Generalsekretär nicht besonders viel gerissen hat. Aber Mario Chaya ist sich ganz sicher, dass es Menschen wie ihn braucht. Und er fordert jetzt eine Ostquote. Weil er ist aus dem Osten und er sagt, dass zu wenige Politiker aus dem Osten sind. Für mich ist das etwas von wegen, er war Generalsekretär. Er hat nicht geliefert, das muss man ganz klar sagen. Und jetzt soll es die Quote richten. Der Trick von dieser Springer-Frau ist, sie kommt so sympathisch rüber und sie wirkt wahrhaftig. Das heißt, klar, das ist jetzt natürlich irgendwie blöd gelaufen. Das war eine Blamage für Nancy, aber das war's dann auch. Ist ja auch nicht wichtig, ist irgendeine juristische Kleinkrämerei. Bei Tagesschau kommt das ganz weit hinten. Auffällig ist aber, dass bei Tagesschau ein anderer Artikel mit Faeser, wo es um Durchsuchungen geht, dass er weiter vorne ist und dass Faeser damit nicht durchkommt. Und warum kommt Faeser jetzt damit nicht durch und warum kommt Faeser auch mit dem Kompaktverbot nicht durch? Also die Medien haben ja allesamt gesagt, es ist jetzt, haben es nicht gut gehießen, haben gesagt, es geht schief, aber es wird jetzt halt nur unter die Schublade gekehrt. Und natürlich, die großen Medien sind die heimlichen Herrscher, weil sie die Meinung der Leute bestimmen. Und wenn jetzt aber Faeser immer totalitäre Maßnahmen durchführt, dann wandert die Macht von den großen Medien zu der Regierung. Und das wollen die großen Medien oder die Leute, die die großen Medien beeinflussen, sie wollen das nicht. Sondern die Regierung, das sollen weiter die Hampelmänner bleiben, die von den großen Medien getrieben werden. Weil sie die Meinung der Bevölkerung bestimmen, bestimmen sie auch das Handeln der Regierenden. Und das sieht man ja in allen Ländern. Also man sieht ja, es ist ja immer mehr eine Clown-Show von Politikern, die, also das fängt ja an mit Joe Biden, aber auch Kamala Harris, ich denke, man sieht, dass sie irgendwie, also meiner Meinung nach sieht man, dass sie nicht sehr intelligent ist. Sie hat dieses aufgesetzte US-amerikanische Lächeln, aber wenn man dann, und das ist ja in Großbritannien, war es ja auch so, und aber natürlich die Bevölkerung, sie nimmt es immer noch hin. Und das ist ja eigentlich der Zustand, der herrschen soll, und das wollen die Leute so. Das heißt, das Kompaktverbot, es wurde gesagt, ja, es ist schlecht und Nancy Faeser kommt mit ihren Maßnahmen nicht durch. Aber ansonsten, weil ja Nancy Faeser spurt und die richtigen Dinge unterstützt, lässt man sie im Amt. Und es wird natürlich so laufen,
Nancy Faeser wird nicht zurücktreten und es werden alle vergessen. Niemand wird sich in ein paar Monaten, oder das heißt der Großteil der Bevölkerung, es ist eine Randnotiz. Es ist nichts weiter als eine Randnotiz. Und dann stellt sich die Frage, was kann man dagegen machen? Und das Entscheidende aus meiner Sicht ist, dass die Bevölkerung nicht weiß, was in Compact drinsteht und warum eigentlich Compact verboten ist, weil Compact die wichtigen Informationen den Leuten präsentiert, die die großen Medien verschweigen oder auch wo die großen Medien lügen. Und dass, wenn man Compact liest, man aus diesem Gedankengefängnis rauskommt. Wenn man dann das abgleichen kann, dann kann man die Fakten mit den Originalquellen vergleichen, dann ist natürlich sofort klar, das ist hier die Lügenpresse. Die großen Medien bilden ein Informationskartell und sie verabreden sich kollektiv zum Lügen. Und zwar in den Bereichen, wo die Bevölkerung es nicht nachvollziehen kann. Also das Ausland, ich habe ja schon im letzten Video das Beispiel Butcher gebracht, aber es gibt ganz viele Beispiele. Oder auch, viele haben sie auch, die denken, sie sind aufgeklärt, die haben es auch noch nicht verstanden mit dem 11. September. Und noch viele Beispiele, es geht ja noch weiter mit der Mondlandung, die wahrscheinlich auch nicht stattgefunden hat. Also wo eigentlich es auch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wirklich völlig absurd ist, dass die Leute damals auf dem Mond gelandet sind. Also wo es ein grotesk ist, wenn man sich damit genauer beschäftigt, aber die Leute halten dann diejenigen für dumm, die denken, die Leute waren nicht auf dem Mond und merken gar nicht, wie oberflächlich, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Und die denken einfach, ja, die großen Medien sagen es alles, sagt jeder, dann ist es so. Und die, es ist ja irgendwie dann klar, so dass es ist. Aber die kommen da selbst noch nicht raus. Und jedenfalls bei Compact, wenn man Compact liest, dann merkt man, die großen Medien, es stimmt hier hinten und vorne nicht, wir sind keine funktionierende Demokratie, es ist die Lügenpresse. Und das ist natürlich der Grund, weshalb man Compact loswerden will. Und aus meiner Sicht ist es jetzt aber so bei Compact, dass wenn sie diese reißerischen Cover nicht gemacht hätten, natürlich, dann wäre vielleicht auch die Auflage niedriger, aber das sind angreifbare Cover mit diesen Deutschland den Deutschen und so. Es geht darum, was man der Bevölkerung vermitteln kann. Und das Entscheidende ist, dass man jetzt hier der Bevölkerung die Cover zeigen kann und kurz sagt, da reicht nur dieser kurze Blick aufs Cover. Dann sagt man, hier schaut man, ist unmöglich. Dass diese Rechtsextremen, braucht da gar nicht mehr gucken, es ist vollkommen klar. Und aus meiner Sicht, da bin ich fest von überzeugt, dass ausgerechnet Compact, es wurde jetzt nicht Nachdenkseiten oder auf 1 verboten, sondern es wurde Compact verboten, weil es durch die Cover es der Bevölkerung vermittelbar ist. Und aus meiner Sicht, daran müssen die Leute bei Compact immer denken, dass wenn sie einen Cover gestalten, dass sie im Hinterkopf haben, was können die großen Medien daraus machen, wie können sie es dann den Leuten präsentieren. Und natürlich, hier können sie den Leuten vermitteln, hier, guckt her, die sind rechtsextrem und so weiter und so fort. Und aus meiner Sicht ist auch bestimmte Vokabeln, das habe ich mal eine interessante Unterhaltung gehabt. In Ostdeutschland kann man das nicht nachvollziehen, aber zum Beispiel auf mich wirkt der Begriff Volk, wirkt auf mich auch irgendwie merkwürdig. Ich habe darüber nachgedacht, eigentlich Volk ist doch Quatsch, ist doch ganz normal. Und das Problem aus meiner Sicht ist hier der Singular von dem Begriff. Der Führer, das Volk. Dann wirkt man wie so eine Verfügungsmasse. Also ich habe auch immer lieber gesagt die Leute als das Volk. Also ich mag diesen Begriff nicht irgendwie, vielleicht bin ich auch indoktriniert, aber jedenfalls die ganzen Leute in Westdeutschland, also auch Leute, die nicht bösartig sind. Und ich denke jetzt mal, also ich habe jetzt lange drüber nachgedacht und mir das immer, und irgendwie dieser Begriff Volk durch diesen Singular, also es wirkt auf mich irgendwie merkwürdig. Also das Problem ist auch das Ausgrenzende. Das Volk, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Wir sind das Volk, wir sind eine Verfügungsmasse, entweder du gehörst dazu oder du gehörst nicht dazu. Und das mag ich nicht. Sondern die Leute, das ist was Fließenderes. Und es hat nicht so was Unpersönliches. Also für mich, der Führer, das Volk, hier, zack, zack. Und dann laufen, da hat man ja diese riesigen Quadrate, wo der Führer dann die Hand hebt und alle jubeln, jawohl. Ich persönlich mag das überhaupt nicht, dieses, da stehe ich vielleicht auch im Konflikt mit vielen in der AfD. Aber aus meiner Sicht, die meisten in Deutschland wollen es nicht und mit dieses Gefühl, dieses unpersönlich machen. Also halt einfach dieser Gedanke hier, der Führer, das Volk, diese Quadrate hier, Gleichschritt und alle gleich und schrecklich. Einfach schrecklich. Es wird für mich ein Albtraum.
Und dann denke ich, diese Suggestion, das kommt bei vielen, kommt es hoch. Und das heißt dann jetzt hier auch ganz groß, ja, das Volk hat gewonnen. Und dann kommt immer so dieses Gefühl im Bauch, das ist, wah, das ist so ein unangenehmes Gefühl. Und deswegen würde ich darauf verzichten, auf den Begriff. Aber das ist jetzt nur eine Randnotiz. Aber ich denke, es ist mal ganz interessant, darüber nachzudenken. Jedenfalls die Cover bei Compact. Es wurde Compact aus meiner Sicht deswegen ausgesucht. Und es hat deswegen auch keine Nachwirkungen. Weil die Bevölkerung ist in diesem Fenster drin, die sind rechtsextrem, na gut. Weil wir halt eine Demokratie sind, dürfen sie halt auch rumplärren. Dürfen auch irgendeinen Schrott erzählen, irgendeinen Schwachsinn erzählen. Weil wir ja so tolerant sind. Und dass wir sind so gut und deswegen dürfen die Vollidioten, die dürfen da auch halt einfach rumplärren. Auch können den größten Unsinn erzählen und es ist alles falsch und undemokratisch. Aber wir sind so tolerant, wir sind so großzügig, ihr dürft es halt auch machen. Und das Problem ist, aber auch beispielsweise jetzt Wagenknecht macht Compact schlicht. Aber auch die AfD, man muss, viele in der AfD wissen überhaupt nicht, was in Compact drinsteht. Man muss klar machen oder auch deutlich machen, warum Compact verboten wurde. Weil es darum geht, was drinsteht. Und das sind die Informationen, das ist nicht hier, die sind nicht die Cover, sondern das sind die wichtigen Informationen. Das ist das Kritische. Ja, und das kommt bei der Bevölkerung überhaupt nicht an im Moment. Und auch aus meiner Sicht, auch Compact selbst sollte die Informationen, die sie bringen, das in den Mittelpunkt stellen. Und was, das ist das Entscheidende. Und das überzeugt die Bevölkerung. Und dann ist es plötzlich ein Skandal. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.